Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Hier im... Ich habe vergessen, wie der Tempel heißt. Tempel. Genau so heißt er bestimmt. Hoffentlich. Ja, ich bin versmockt. Keine Ahnung, wie dieser Zustand heißt. Werde ich ihn auch noch los irgendwann? Ja, danke. Aber der Zustand missfällt mir, deswegen hätte ich gerne den Tod. Den Tod. Die da hinten eigentlich auch. Nichts gegen die. Sind bestimmt nette Kerle. Aber sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort. So. Aber mir gehen wieder die Pfeile aus, das merke ich. Verdammt. Ah. Ich hätte mir das Ganze auch sparen können, verdammt. Nein! Was gibt's da? Hier sind Rubine. Bedeutet das was? Hm. Okay. Was ist hier? Alles zerstört. Ja, was bringt mir das jetzt? Ich weiß es gerade nicht, deswegen machen wir einfach diese Frucht kaputt. Und hoffen, dass die uns was bringt. So, gibt es eine Strömung hier in diesem Becken? Nein. Die ist ja recht schnell verschwunden. Kann ich irgendwo einen Schalter aktivieren? Das hier müsste ich aktivieren irgendwie. Aua! Folgendermaßen. Also ich schieße jetzt den Käfer. Oh, da ist ein... Okay, merke ich mir. Ich hoffe, die Fledermäuse greift mich jetzt nicht an. Das wäre doof. Doof. Ich weiß zwar nicht, wie ich die jetzt gerade erwischt habe, die Bombe, aber ist okay. Wird akzeptiert. So. Und lass einmal kurz dagegen fliegen. Perfekt. Habe ich jetzt einen Fluss erzeugt? Ja. Nice. Hab's geschafft. Rätsel gelöst. Gibt's halt noch irgendwas zu tun? Da hinten brauchen wir aber einen kleinen Schlüssel. What the fuck? Oh man. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, dann sind wir gleich tot. Oder geröstet. Oder auch beides. Hm. Gerösteter Link am Schwertstiel. Ach, eine normale Tür. Natürlich. Aber mich interessiert jetzt nochmal, wo man... Ne? Steuerung, bitte, danke. Wo man hier nochmal rauskommt. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Nein. Okay, dann bin ich hier. Wo bin ich? Ich verstehe es nicht wirklich. Okay. Also bin ich da oben dann lang geflogen. Alles klar. Okay, keine Ahnung. Gehen wir hier lang. Einfachsten Sch... Junge! Was machst du da? Das ist gut. Das ist gut für meine verspannten Schultern. Das ist... Was? Was schaust du mich so an? Hey! Nicht anschauen! Ich kann das wirklich überhaupt nicht haben. Mach schon, weg mit dir! Was machst du da? Alter! Wegspringen? Funktioniert nicht. Ich gucke erstmal weiter. Okay, da komme ich auf jeden Fall hin. Aber wie komme ich dann zurück? Na, mach's an. Ah. So, natürlich.
Kleiner Schlüssel halten. Das ist schön. Gut, dann können wir da drüben weiter. Aber wir müssen noch dem Mob mal helfen. Könnte das ein Hinweis sein, dass hier Staubhaufen liegen? Bestimmt nicht. Oder vielleicht doch. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, sehr schön. Ich würde in erster Linie nicht daran denken, jetzt den Wisch einzusetzen. Also den Staubpuster. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Der magische Krug. So. Kann ich dir jetzt helfen? Aber ich kann dich hier nur runterlassen. Ja, was mache ich jetzt? Ach, dann danke. Was tue ich jetzt, um dir zu helfen? Anscheinend nichts. Gibt's hier irgendeinen Schalter, den ich betätigen kann? Hey, du sollst mich zuschauen, geh weg, mach schon. Okay, dann gehe ich halt. Aber ich sehe jetzt auch gerade nicht, was ich hier tun kann. Und der hängt da wirklich ein bisschen ungünstig ab. Na gut. Kann man nichts machen. Sind wir mal weg. Joa. Und verfolgen weiter den normalen Weg. Es wäre mal lustig, wenn man dem nicht helfen könnte. Zwar gemein, aber irgendwie lustig. Aua. Wie bei den Kürbissen, es funktioniert geil. Go, Wasser, Frucht, Schwert, Strahl. Ich bin ein Salamander. Was? Nein. Oh Gott. Sag nichts mehr. Verdammt, Hacke. Ich bin ein Salamander. Boah, das ist der schlauste Spruch gewesen, den ich seit Tagen gebracht habe. Yay. Ich wollte eigentlich sowas sagen wie, ich bin ein Shiggy. Verdammte Hacke. Videospiele, was macht ihr mit mir? Okay, ich kann sie nicht stechen, aber ich kann sie schlitzen. Macht Sinn. Jo. Ach, von hier aus. Natürlich. Hat geklappt. Deswegen auch immer. Ich weiß nicht, wie dieser Mechanismus funktionieren soll, aber na gut. Fakt ist, hier ist eine Truhe. Nein! Ist es alles tot? Kann ich das einfach aufmachen? Schau. Kristall. Verdammte Hacke. Das ist schon echt nervig. Letzte Nacht war auch besonders schlimm. Da konnte ich überhaupt nicht einschlafen, weil ich ständig pusten musste. Nicht schön. So. Ganz ruhig, meine Kleinen. Ich mag diesen First-Person-Shooter-Modus. Ach, komm schon. Na. Komm, ich stehe im Licht. Lass mich in Ruhe. Kann ich jetzt endlich wieder? Danke. Eieiei. Nervig. Echt wirklich. So, aber ansonsten gibt es hier nichts mehr. Wir haben immer noch keine Karte. Das ist doof. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt einfach weiter. Hä?
Was hat sich verändert? Es kann sich nichts verändert haben. Oh, doch. Nein, bleib weg. Da. Aua. Aua. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Ich muss mich verstecken. Bitte schlachtet nicht weiter mit eurer Schwäche aus. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo Bomben herbekommen. Nein, das nicht. Aua. Jetzt hört mal auf. Ich hoffe, das reicht. Nein, natürlich nicht. Okay, einmal hier hoch. Und bitte greift mich nicht an. Das wäre nicht freundlich. Aber ich kriege keine neuen Bomben irgendwo her. Nein. Okay, dann halt nicht. Nein! Oh, gut. Aber ich bekomme trotzdem keine neuen Bomben. Verdammt! Nein, lass mich in Ruhe! Natürlich, natürlich. So hätte ich mir genau gedacht, dass es funktioniert. Nicht wirklich. Okay, mal wieder aufschließen, dann wieder runterjumpen und den letzten anvisieren. Den letzten von beiden. Lasst mich in Ruhe. Und nun stirb bitte. Yes! Wie komme ich jetzt weiter? Oh! Oh, okay. Ach, der ist hier direkt nebenan. Das hatte ich nicht gesehen. Hey, ich habe gesehen, wie du das Ungeheuer eben fertig gemacht hast. Das war wirklich erste Sahne, Kleiner. Jetzt sollst du noch was Tolles tun, damit ich hier runterholen. Dann holen wir den Mock mal runter. Okay. Ich hoffe, hier drin sind Pfeile. Ja. Natürlich nicht. Ach, da hinten ist der Schalter. Das macht Sinn. Okay, schon. Oh, ich dachte, das wäre Lava. Na gut, dann befreien wir ihn einfach. Ich meine, es sind nur Löcher, die können erstmal warten. Wir müssen doch erstmal. Auf was hüpft er da genau? Ich will es nicht wissen. Juhu, endlich! Ich will das nicht lesen. Ja, ich bin auf der Suche nach Schätzen, aber. Schätze? Was für Schätze? Ich kenne natürlich keine Schätze. Na gut, ich kann mich nicht aussehen. Du hast recht. Was meinst du? Ich bin gerade irgendwie sehr auf sein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, fixiert. Verdammt. Aber was kriegst du denn für alte, unansehnliche Clown? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz. Tja. So, da wären wir. Keine Sorge, das wird nicht schmutzig. Waren ja auch die ganze Zeit in einer Truhe. Die sind was ganz Besonderes. Pass also gut auf sie auf. Zeit zu gehen, man sieht sich. Was ist gerade passiert? Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Organ das gerade war. Aber na gut, öffnen wir einfach mal die Truhe. Gut! Du hast den Mockmann-Clown erhalten! Solche Grabklauen bekommst du selbst, bekommen selbst Bockmann nur selten zu sehen. Alter, wie geil!
Hier nehme ich voll aus voll an Minish Cap. Da gab es auch so Grabklauen. Mit ihnen kannst du dich sogar unter der Erde vorwärts bewegen. Halte Ausschau nach geeigneten Löchern. Alles klar. Na gut. Dann machen wir das auch mal. Im nächsten Part. Ciao, ciao.